Wer keine Fehler macht, bleibt ziemlich dumm. Deshalb bin ich heute dankbar, dass ich eine ganze Reihe Fehler selbst gemacht habe. Und damit du zumindest diese nicht wiederholen musst, werde ich heute mitteilen, was meine größten Fehler waren als Existenzgründer. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe nicht nur mehrere tausend Unternehmen als Berater begleitet und Mentor, sondern auch selbst Firmen gegründet, so auch die X-Group und 17 weitere und liebe es, jedes Jahr auch eine neue Firma zu gründen. Und sicherlich mache ich auch heute noch Fehler, aber nicht mehr die gleichen, die ich gleich am Anfang gemacht habe. Der erste große Fehler, den ich gemacht habe, dass ich die Auswahl der Geschäftsidee danach getroffen habe, was ich gut konnte. Und nicht umsonst sagt ja auch der Volksmund, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Also das, was du einmal gelernt hast, das mach am besten auch immer weiter. Das Problem ist einfach nur, dass der Markt sich völlig ändert und so war es auch bei mir. Ich habe auf der einen Seite Soldat gelernt, ich habe viel Kampfsport gemacht, war bei der Kriminalpolizei, also lag es nahe, ein Sicherheitsunternehmen aufzubauen. Problem war, dass ich vergessen hatte, den Markt zu beachten. Das Problem war, dass ich vergessen hatte, die Mitbewerber zu berücksichtigen und die Preise, die die an dem Markt aufriefen. Denn es gab damals eine sehr große Zahl von Menschen, die nirgendwo mehr Arbeit gefunden haben, weil sie vorher Stasi-Mitarbeiter waren und nun Sicherheit verbreiteten. Die Preise waren also am Boden im Sicherheitsgewerbe und folglich habe ich mich weiter auf die Suche begeben und dann kam ich auf die Idee, das zu machen, was mir Spaß macht. Nach dem Motto, da bin ich ja immer motiviert. Und das, was mir damals Spaß gemacht hat, war viel Partys zu machen. Also hat mich der eine Freund, ein DJ, angerufen und mich dazu motiviert, dann mit ihm gemeinsam Partys zu veranstalten. Und auf der anderen Seite hat mich ein anderer Freund angesprochen und sagt, Mensch Daniel, wollen wir nicht eine Diskothek übernehmen? Und beides haben wir gemacht. Und wir haben beides erfolgreich gestartet. Und dann kam der Steuerberater mit der betriebswirtschaftlichen Auswertung und hat uns gesagt, die letzten 6 Monate, naja, das ging gerade mal gut, aber davon leben, das kann nur einer. Das Dumme war, wir waren zu zweit. Und ich habe mich entschieden, mich wieder neu zu orientieren. Bei der dritten Existenzgründung, ein Handelsgewerbe, haben mich wiederum andere angesprochen, dass ich jetzt mit aufspringen sollte auf die große Welle der Telekom, die Märkte zu entreißen. Sprich die Zeit der Deregulation, als die Telekommunikationsmärkte aufgingen. Auch hier habe ich dann den Fehler gemacht, dass ich mit der Masse mitgerannt bin. Also ganz zum Schluss habe ich mich eingereiht und die Märkte waren schon wieder längst neu verteilt. Und als die Märkte verteilt waren, hat mein Geschäftspartner, das war damals Telepassport, einfach den Vertrieb eingestellt und ich musste von vorne anfangen. Den vierten großen Fehler habe ich bei der Teamauswahl gemacht. Ich habe mir Leute gesucht, die viel redeten, aber wenig machten. Ich habe Menschen gesucht, die von ihren Fähigkeiten, von ihren Stärken ähnlich gelagert waren, wie es bei mir der Fall war. Das Problem war, dass sie mich nicht wirklich ergänzt haben und ich habe sie nicht ergänzt. Folglich blieb eine große Menge an Aufgaben und Arbeit zurück. Und schließlich durfte ich zuletzt dann doch wieder alles selbst machen und hätte mir die Teampartnerschaft auch sparen können. Der fünfte große Fehler war, dass ich bei der Auswahl der Geschäftsidee darauf geachtet habe, welcher Gewinn sich erzielen lässt. Was springt dabei für mich raus? Tatsächlich aber interessiert es draußen am Markt keinem, wie viel Geld du verdienen willst. Dem Kunden interessiert es nicht, wie viel Umsatz du machen möchtest. Tatsächlich sind die Menschen da draußen, die Kunden am Markt, sind nur daran interessiert, welchen Vorteil sie durch dich bekommen können. Also welcher Nutzen entsteht. Und das habe ich später erst lernen dürfen, dass es nicht mit Gewinnorientierung am Markt sich erfolgreich werden lässt, sondern nur mit einer Nutzenorientierung. Und selbst als ich meine Geschäftsmodellsuche umgestaltet habe auf die Nutzensuche, habe ich meinen sechsten größten Fehler gemacht, nämlich keinen Finanzplan oder einen ungenauen Finanzplan. Einen ungenauen Finanzplan bedeutet, mit einem Schiff loszusegeln von Hamburg nach New York, aber in der Mitte zu verdursten, weil man zu wenig Wasser gebunkert hat. Oder der Treibstoff geht aus. Oder die Nahrung geht aus und die Matrosen verhungern alle. Ein Finanzplan hat nicht nur die Aufgabe, die Umsätze zu kalkulieren und sich Gedanken machen über die Kosten, sondern vor allen Dingen auch auszurechnen, wann das gesamte Geschäftsmodell sich selbst trägt und wie viel Geld man am Anfang mitnehmen muss, um überhaupt dorthin zu kommen. Und der siebte große Fehler, den ich dann gemacht habe, als ich meinen Finanzplan schließlich genau abgebildet hatte mit allen Kosten, mit Kapitaldienst, also mit Zinsen, mit Rückzahlung, auch die steuerliche Betrachtung drin war, die entsprechenden Personalkosten auch angepasst waren an die Kapazitäten, die vonnöten waren, um die Umsätze abzubilden. Als das alles fertig war, habe ich diesen Finanzplan in die Schublade gepackt. Weil ich noch nicht wusste, wie wichtig Controlling ist. Dass mit der Erstellung des Finanzplans die eigentliche Arbeit mit dem Finanzplan beginnt, nämlich das Controlling. Controlling heißt so viel wie Steuern. Das heißt, man setzt sich jeden Monat hin, am Anfang vielleicht jede Woche, und sitzt mit einem Mentor zusammen und überlegt, habe ich jetzt meine Ziele, die ich im Finanzplan abgebildet habe, auch erreicht? Und wenn ich diese nicht erreicht habe, wo bin ich dann heute? Macht eine Standortanalyse, eine Abweichungsanalyse, um dann zu überlegen, welche Handlungsmaßnahmen tatsächlich wieder zu den gesetzten Zielen führen. Das bedeutet also, der Finanzplan ist letztendlich dein Zielsetzungsplan.
Und wenn du den Routenplan nicht mitnimmst auf der Reise oder regelmäßig einen Orientierungshalt machst und auswertest, wo du bist, dann wirst du irgendwo ankommen, aber garantiert nicht dort, wo du hin willst. Das sind alle zusammengefasst meine 7 größten Fehler, die ich gemacht habe. Aber das sind längst noch nicht alle und ich werde auch nicht aufhören damit, denn wer keine Fehler macht, bleibt ziemlich dumm. Wenn du aber Unterstützung dabei haben willst, zumindest diese Fehler oder andere Fehler zu vermeiden oder möglichst schnell eine Lösung zu entwickeln, dann lade ich dich ein, nicht nur das Video mit Daumen hoch zu liken, den Kanal zu abonnieren, sondern auch Gebrauch zu machen vom kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater helfen dir bundesweit mit über 40 Beratern an der Zahl dabei, genau diese Fehler und andere nicht zu machen. Oder wenn du die Fehler entdeckt hast, möglichst schnell Lösungswege zu entwickeln und zu implementieren, also umzusetzen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.